Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Ja, wir sollen ja hier am Hof warten. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Wie lange das jetzt noch dauert. Nicht gerade. Ja, und jetzt? Ein Moment, Leute, geht sofort weiter. Ich versuche hier gerade aus den... Okay, hat wieder geklappt, Entschuldigung. Ich habe hier gerade was verschoben bei mir. Entschuldigung, Entschuldigung. Müsste ja eh auf ihn warten. Ich bin dann naja mal gespannt. Gespannt, gespannt, gespannt. Da di da 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 da. Ja, ich könnte die Tiere ausmisten, aber ich hole mir wirklich da den Radlader. Das geht schneller und einfacher. Das geht schneller und einfacher. Könnte auch mal wieder gewaschen werden, ne? Hallo? Ja, hi, Fritze. Mo hi. Hier, grüß dich. Moin. Und zwar, kannst du mir einen Gefallen tun? Kommt drauf an. Kannst du die Sämaschine, die bei uns auf dem Hof steht, mal runter zum Schlag fahren? Gerade nicht. Ich habe jetzt erstmal was mit Miguel vor. Aber danach mache ich es wohl gerne. Ach so, ja, okay, dann würde ich das gleich machen. Okay. Ist in Ordnung, dann mach du mal. Jo, alles klar. Bis dahin. Bis tschüss. Dahin, tschüss. Oh. Kann ich das Kofferraum nicht aufmachen? Ah. Moin! So, was ist jetzt mit diesem Kackrennen? Ja, lass Rennen fahren und dann vorbei hier. Was? Lass schnell das Rennen fahren. Ja, wie lass schnell das Rennen fahren? Was ist das für ein Kack, Alter? Welche Strecke willst du denn fahren? Du sagtest einmal um die Karte. Ja, hat dich jemand angerufen? Ja. Ja, was hat denn der gesagt zu dir? Dass ich mit dir ein Rennen fahren soll, weil du dich hier, also das ist nicht, sind nicht meine Worte, da du dich hier aufplusterst, als wenn du der King wärst und bla und blub und hin und her und du redest nur Scheiße über mich und das kann so nicht weitergehen und wir sollen jetzt ein Rennen fahren und ja. Gut, weil der selber hat auch zu mir gesagt. Okay. Nur, dass du dich halt aufplusterst. Ja. So. Ja. Ja. Zu mir hat er gesagt, einmal um Schwarzing rum. Ja, zu mir auch.
Aber ich Ja, dachte. das heißt, wir fahren runter. Quasi da, also gerade runter, dann unten rum, dann bei Johannes da unten vorbei, wieder hoch, rechts Ringele, also rechts zum Ringele abbiegen. Ja. Also wo es Richtung Ringele geht. Ja. Oben rum bis zum Landhandel. Am Ja. Landhandel vorbei, wieder runter in die Stadt und wer zuerst die Schranke von der Gemeinde passiert. Okay, und wo möchtest du starten? Ja, müssen wir hier draußen auf der Straße, würde ich Okay. behaupten. Also, würde ich sagen. Vollgetankt, ja. Das für eine Dreckseinfahrt. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. So, hier quasi. Warte, ich komme zurück. So, gut, dann, So, beim Ringe. wo ist denn deine Frau? Die kann sich doch hier in, die kann sich doch hier in Hot Pants hinstellen und die Fahne schwenken. Ja, ruf du die mal besser an. Und Muss ich frag mal machen. nach. Ruf die mal. Hansen, hallo? Ja, Liv, ich bin's. Hallo. Ich sitze gerade bei Fritze im Auto. Ja, und? Kannst du vorbeikommen? Mal ganz kurz Ja. vorne vors Tor. Ja, Moment, ich bin fertig. Einen Moment, ich laufe rüber. Dann Ja. los. Du musst mal. Es wäre schön, wenn du was machen würdest für uns. Ja, Moment, ich komme. Okay, alles klar. Tschüss. Ja, die Tschüss. kommt. Scheiße, Alter. Ich sag dir gleich, ne? Was denn? Wenn das einer sieht, wenn das einer mitbekommt, ist Hacienda. Dass wir hier fahren oder was? Ja, dass wir ein Rennen machen, Alter. Wer soll das denn mitbekommen? Wenn du nichts sagst, dann passiert auch nichts. Ja, wie nichts sagst. Peter oder Rolfi Golfi oder was auch immer. Ja, Peter ist beschäftigt, Rolfi Golfi ist nicht da. Ist ja nur der Praktikant da, sein neuer Lehrling oder was auch immer das ist. Was Wie, der macht hat ihr einen denn hier? Praktikant? Ihr wisst schon, dass man nicht auf zwei Spuren fährt hier, oder? Es ist Wie links, meinst du das, rechts, der hat einen so. Praktikant? Ja, Nein, sehr ruhig. ich war vorhin Ja, beim, das ist. ich war vorhin beim Bürgermeister, weil ich da was abgeklärt habe und so. Und dann habe ich so nach rechts geguckt, da saß da so eine Person. Ich sagte, wer ist das denn da? Das ist der neue Polizeipraktikant. Ich dachte, okay. Hä? Komplett aus, Alter. Ich bin der Polizeipraktikant und niemand anders! Okay. Liv, kannst du bitte deine Bluse zwei Knöpfe aufmachen und dich vorne hier auf die Straße stellen und keine Ahnung, irgendwas ein Taschentuch fallen lassen, das um das Rennen. Das was? Was macht ihr Challenge zu hier? starten. Wir machen nichts. Wir wollen nur mal gucken. Aha. Der Stell dich einfach mal da Fritzel. vorne hin. Fritzel, helf mir mal. Mach mal die Knöpfe auf. Ich kann das nicht alleine. Oh, da habe ich auch gerne. Warte mal eben. Kannst du auch das Hemd fallen lassen, wenn du willst. Oha. Unglaublich. So, hier. Ja, gut. Was? Ich zähle von drei runter, ja? Ich Also weiß nicht. 3, 2, 1, los. Und bei Aber warte. los, Was Fritzel, bei passiert? los. Wer kriegt denn den Gewinn? Oder was gibt's denn als Gewinn? Du bist der Gewinn, also mach. Was der Gewinn ist, weiß ich noch nicht. Okay, na gut. Ich will das davon abhaben, so viel steht fest. Und ich schwör's euch, wenn euch jemand erwischt, Fritzel, ich reiß dir die Haare vom Arsch. So. Das ist Okay. nötig. Seid ihr bereit? Ja. Gut. Werde er nie bereiter. 3, 2, 1, los! Ey, du Penner, fährst du hin, das ist die kürzere Strecke. Jetzt kommt er schon so am Anfang hier. Ich fahr fair, gell? Ich auch. Ich versuch's zumindest. Oha. Ey, Du hast den kleinsten Lörres, den es gibt auf der Welt. ey! Nur Das weil du war. Bescheid weißt. Das war doch Ohne nicht Witz, ich! Alter. Soll ich dir was sagen? Die sollten die Arschhaare ausfallen. Die eine will mir es rausreißen, bei dir so. Was ist das denn? Pass auf, da kommt ein Drescher auf die Straße! Oh, Scheiße. Wo? LKW, Sprung. Scheiße. Miguel, mach keinen Scheiß! Ja, alles klar. War das jetzt auch ich? Ja, bestimmt. Die scheiß Der Karre fährt zieht. einfach weiter. Die scheiß Karre zieht nach rechts. Oh.
Oh, fuck, fuck, fuck. Leg mich am Arsch. Ey. Oh. Oh. Ja, ja, leg auf. Warum? Fritzl, geht's dir gut? Bist du bescheuert, Alter? Es tut mir leid, was? Fritzl? 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 Steig mal aus da. Jetzt kriegst du echt mal wirklich vom Fritzl eine geboxt. Ohne Scheiß. Steig aus die Karre, Alter. Steig aus! Warte, ich mach. Steig aus! Ja, gut, ich mach den Motor aus. Warte so. Warte, ich mach das Fenster runter. Ja, bitte? Komm mal her! Nein. Fritzl? Warte mal, bitte. Den ganzen Busch rausgerissen hier. Sag mal, seid ihr alle besoffen? Ich war am Gewinnen. Wie? Und den Unkraut auch noch rausreißen. Und dann auch noch. Fritzl? Was? Also ich komm runter, wenn du lieb zu mir bist, okay? Genau. Einfach tief durchatmen, Fritzl. Ne? Es kann nur gut werden. Naja. So, weg da. Hallo? Was machst du? Ich gewinne das Rennen hier. Das kann... Ne, Fritzl, das kann nicht... Das ist hier... Hallo, du kannst doch damit nicht machen. Ah, nein! Der ganze Motor verbeult. Ich geh kaputt. Nee. Warte mal, kriegt man die Haube vielleicht noch irgendwie. Fass mal mit an. Oh. Nee. Er leckt mich am Arsch. Das sieht aus, als wenn da jemand drauf rumgekaut hätte, ausgespuckt hätte. Als wenn Godzilla draufgelaufen wäre. Ja, mit ein bisschen Sabber dran. Kann ich mir ganz kurz dein LKW leihen? Und du kannst ihn am Gemeindegebäude kannst du den abholen. Es geht um Leben und Tod. Ja, wenn der LKW weg ist, bin ich tot. Ich lass dir meinen BMW als Pfand hier. Was denn? Wenn der Chef mich damit... nee, das kann ich nicht machen. Der schmeißt mich raus. Du hast immer Arbeit bei mir. Fritzl, nein! Komm, bitte. Fritzl. Ja, was denn? Können wir nicht machen. Kann ich nicht, das kann ich nicht verantworten. Oh. Was ist denn hier, was ist denn überhaupt los? Verfolgt dich einer? Ist Liv sauer? Ich hab mit Miguel ein Rennen. Sag mal, seid ihr behämmert? Wieso? Sag mal, merkt ihr euch eigentlich noch? Deswegen hat er vor uns wohl die Karre von Friedrichs einfach mitgenommen. Das ist die Karre von Friedrichsen, die er zerschrottet hat?
Bitte, was hat der gemacht? Ja, der ist irgendwie gegen Schlags LKW gefahren und ich bin weitergefahren, weil ich das Rennen gewinnen wollte. Oh nein. Komm, gib mir jetzt dein LKW. Nein. Komm. Fritze. Nein. Ich klaue ihn jetzt einfach. Nein. Fritze. Oh. Raus aus der Karre. Nee, das Fritze. Geht nicht. Es tut mir sowas von leid. Fritze, bleib. Meine Herren. Mensch, Fritze. Kann nicht wahr. Den Anhänger lasse ich dir hier. Sag mal, du dumme Sau. Sag mal. Hau rein. Los, los. Oh. Es geht um eine Deutschstatue. Es tut mir leid, Leute, die darf nicht weg. Ich liebe dich, Mausi, komm ich im Knast besuchen! Hast du Eltern, Großeltern in Familie, wo ich untertauchen kann? Was? Bitte, bist du... Stopp! Nur für meinen Kopf jetzt. Du saßt in einem BMW, als du losgefahren bist. In meinem BMW. Der ist kaputt. Verabschiede dich von deinem Arsch, Bein, Rücken, Haaren und überall, wo du noch Haare hast. Oh, ich werde sie dir abwachsen, ich schwör's dir. Sag das doch nicht so. Langsam und hart. Und schön jedes Härchen einzeln. Mein BMW! Mein BMW kaputt gemacht. Der kommt wieder. Hoffe ich. Ja, wo ist Miguel? Der hatte einen Unfall. Oh. Aber wenn er einen Unfall hatte, wieso ist dein BMW kaputt? Bitte? Wenn er einen Unfall hatte, warum ist dann dein BMW kaputt? Ich hatte auch einen Unfall. Oh. Also eigentlich war es Harry. Ach, ich war Harry. Das ist immer der andere Schuld. Na gut, ich muss sagen, 50-50. Ich bin zu schnell gefahren und Harry kam mit dem LKW an. Ja, und jetzt hast du gewonnen. Was kriegst du jetzt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt meine Deutschstatue kommt nicht weg. Ah, dann machen wir etwas. Aber mein BMW, ich schwör's dir, dafür wirst du büßen. Es tut mir leid. Was findest du angenehmer, Kaltwachs oder Heißwachs? Ich hab noch nie was gewachsen, keine Ahnung. Dann nehmen wir wohl Kaltwachs. Bitte gefallen, glaub mir. Auch noch mal lange. Warte ganz kurz.
Keine Ahnung. Ich muss den LKW jetzt erstmal zurückbringen. Willst du nicht hier ruhmreich auf deinen Sieg warten, oder was? Ich weiß es nicht. Ich ruf mal Harry an. Okay. Ich wollte hier mit dem LKW, ich wollte hinten rum, also ich wollte hinten rum. Ah! Hallo Harry! Du Räbe! Wo bist du mit meinem LKW? Der steht unversehrt an der Gemeinde. Du bringst den postwendend wieder zu mir hierher. Genau da, wo ich stehe. Und wehe, da ist irgendwo ein Kratzer. Da ist kein Kratzer dran. Wo bist du denn? Da, wo der Unfall war. Da, wo du mir den LKW geklaut hast. Da, wo der Anhänger steht? Jetzt noch ein so eine Frage und ich flippe. Ich komme. Tschüss. Kreppe. Liv, tschüss. Ich muss den LKW eben wegbringen. Unglaublich. Ich, Harry, ich komme. 5 Minuten, mein Freund. 5 Minuten! Nicht mal 5 Minuten. Hat die Polizei dann einen Unfall oder was? Ist dir was passiert? Das! Du hast uns deinen LKW geklaut. Ja, hab ich. Du hast Harald den LKW geklaut. Ja, weil er mich angefahren hat. Herr Freezy! Was war das denn für eine Mädchenstimme, hallo? Ich hab gehört, sie fahren aktuell ohne Führerschein. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Das ist ja blöd. Und was für ein Gefährt bewegen sie da vorne? Ein LKW. Ja. Er hat mir nur Klasse B abgenommen. Herr Manus? Wow! Herr Manus? Herr Freezy? Herr Manus? Und du hast den BMW von Friedrichsen geklaut? Herr Manus? Den hab ich nicht geklaut, der stand bei uns. Der stand bei uns in zur Wartung. Aber das Dach war doch nicht kaputt. Nee, da ist abgefallen. Abgefallen? Der ist hat Roststellen an den Schweißnähten da. Und wie kommt der vom Landhandel auf Karls Tieflader? Der war beim Karosseriebauer. Muss der jetzt hin, beim Karosseriebauer muss der hin. So, also meine Herren. Der Herr Schmitz hat Ihnen was zu sagen, nämlich dass Sie beide vorläufig festgenommen sind. Richtig. Wer? Ich. Du. Drehen Sie es bitte rum, gehen Sie an den Auflieger, ich werde Ihnen die Zahnstellen anlegen. Nö. Doch, Herr Freezy. Miguel, sag mal was. Ich sage nicht nochmal. Ach, scheiß drauf, ich will es nicht schlimmer machen. So, echt? Herr Manus. So, Ihre Handschellen sind dran. Herr Freezy. Aber ohne Witz, Peter. Ja? Warum, was habe ich gemacht, warum? Also, folgendes. Wir kennen ja unser kleines Dorf, da kennt ja jeder jeden und sieht auch jeder alles. So, wir haben zum einen beim Herrn Fritzl den Diebstahl des LKWs, wir haben Fahren ohne Führerschein, wir haben Geschwindigkeitsüberschreitungen in der gesamten Ortschaft und wir haben Widerstand gegen Staatsverwandte, weil Herr Friesi, Sie haben gesehen, dass wir Sie mit Blaulicht verfolgt haben. Ach, das waren Sie? Ja. Entschuldigung. Herr Manus, bei Ihnen ist es unbenutztes. Unerlaubtes Benutzen von Fahrzeugen. Sie haben sich einfach mein Auto genommen, haben es beschädigt, also haben wir eine Sachbeschädigung. Aber haben bei Ihnen auch eine Absprache zum illegalen Straßenrennen. Haben. Peter? Ja. Nur wenn ich nur einwenden dürfte, das Auto war ja bei uns zum Service und nach dem Service machen wir immer eine Probefahrt. Eine Probefahrt mit 200 Sachen durch die Stadt. Also ich weiß nicht, der Herr Bayer hat Ihnen schon ein paar Mal gesagt, dass in der 30er-Zone vor dem Gemeindegebäude im Blitzer verbaut ist. So, und jetzt haben wir gleich die Polizei auch im Nacken. Der Joker-Baby! Peter, warte ganz kurz. Kannst du mal, ich habe Handschellen dran, kannst du mal bitte in die linke Tasche greifen? In der Hosentasche. Aber pass auf, da liegt auch mein Lörres. Peter! Lörres spüre ich nicht, aber ja. Hallo, du sollst die Karte da rausholen. Ja, habe ich. Hast du? Das ist eine
der zwei Tempo-Freikarten, die ich durch die zwei Blitzer-Freikarten, die ich damals gewonnen habe durch die Stadt. Wir haben ja immer noch das unerlaubte Benutzen meines Fahrzeugs, die Sachbeschädigung, und auch trotz dieser Blitzer-Freikarte ist ein illegales Straßenrennen immer noch strafbar. Straßenrennen? Wo ein Straßenrennen? Also ich habe eine Zeugenaussage, dass sie beide sich vor dem Fritzlof zu einem Straßenrennen getroffen und abgesprochen haben. Eine also Zeuge, warte mal. Frau ist echt Premium. Wollte ich gerade fragen, wer war das denn? Es ist anonym. Aber es war nur einer. Aber es ist nur einer. Ja. Ja, und wir zwei sagen, es war kein Straßenrennen. 2-1. Also ich bin kein Rennen gefahren. Ich weiß auch nicht, was Sie da jetzt, also... Weiß ich auch nicht, wovon Sie reden, Herr Friedrichsen. Herr Schlag. Ja. Wie kommt denn mein Auto auf Ihren Tieflader? Hochgefahren. Okay. Wie kommt denn der Herr Miguel zu Ihrem Mini? Habe ich ihm ausgeliehen. Weswegen? Wollte den mal Probe fahren. Der wollte den mal Probe fahren, okay. Hat er gesagt. Und haben Sie das Unfallreagieren gesehen, weswegen mein BMW am Dach so zerstört ist? Der? Wieso zerstört? Der ist doch nicht zerstört. Nee, ist nur jetzt ein Cabrio. Ja, leicht ein bisschen verbeult, aber deswegen wollte ich den ja zum Karosseriebauer bringen. Achso. Und den Eigentümer des Fahrzeugs darüber informieren, haben Sie bei denen nicht daran gedacht? Ich doch nicht. Da wollte man ja. Ich bin ja deswegen extra umgedreht, als ich Sie hier gesehen habe. Ich bin nur jetzt per Zufall hier lang gekommen und habe hier die Katastrophe gesehen und habe mir gedacht, nehme ich doch gleich mal mit. Herr Schmitz, vielleicht können Sie mir die Handschuhe wieder abnehmen. Ich lese das hier gerade. Das klären wir erstmal noch, Herr Manus. Ich weiß, dass er mich nachher eine Pfanne hauen wird. Aber bei mir wird es wahrscheinlich. Wir nehmen Sie erstmal beide mit. Gut, meine lieben Freunde, aber ich würde sagen, da machen wir erstmal einen kleinen Feierabendsgruß hier nochmal in die Runde. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, euch einen schönen Samstagabend, wir sehen uns morgen früh um 10 wieder, bin gespannt, wie das da rausgeht. Bis dahin, tschüss! Tschüss!